Erst dieser vermeintlich günstige Flug und dann liegt der Flughafen am Arsch der Welt. Die Taxifahrt hierher war teurer, als wenn wir einen Privatjet gemietet hätten. Jetzt reg dich doch mal ab, Albert. Ach, und dann ist der Reiseführer von deiner Freundin auch noch total veraltet. Du warst doch froh, dass wir keinen kaufen mussten. Dass sich hier in ein paar Jahren so viel verändert, konnte ja keiner ahnen. Ja, lass mich einfach in Ruhe, okay? Super Flitterwochen, muss ich schon sagen. Was auch immer. Und hier ist jemand eingebrochen. Gucken wir uns erst mal um, da reden wir mit dem Kerlchen hier hinten mal. So, eine kaputte Vitrine. Natürlich nichts drin. Jetzt haben wir hier noch einen Ofen. Ein Alt, ob der zur Ausstellung gehört? Ja, nichts Wichtiges. Ja, ich werde mir jetzt mal... Globus steht, verstehe ich nicht. Ich werde mir mal angewöhnen, dass Sachen, wenn ich die aus Versehen doppelt anklicke, habe ich ja eh schon gemacht, dass ich die dann wegklicke. Aber wenn es jetzt irgend so ein Schund ist, wo ich mir sicher bin, dass da nichts Wichtiges bei rauskommt, werde ich es einfach wegdrücken. Wenn ihr es unbedingt lesen wollt, oder wenn ich es unbedingt lesen wollt, schreibt es mir in die Comments, dann lasse ich es. Aber ansonsten könnt ihr ja kurz das Spiel pausieren oder sowas. Postkarten, Broschüren und Werbung. Kann ich das Ding mitnehmen oder so? Ich meine, Seifenblasen sind super. Sieht aus wie ein Seifenblasenspiel. Okay, will er nicht. Mülltonne, Truhe. Das wird nichts Interessantes sein. Und dann reden wir mal mit Bobby. Ein Wächter. Er sieht ein wenig einfältig aus. Darren, das war aber nicht sehr nett. Hi. Bist du hier die Aufsicht? Oh, hallo. Mein Name ist Bobby. Oh, hallo Bobby, ich bin Darren. Hi, Darren. Ich finde Bobby so ein genialer Charakter. Was kannst du mir zum Museum erzählen? Ich finde es schön. Da hinten mag ich es aber nicht so. Da ist es gruselig. Kommen viele Leute hierher? Ja, manchmal 5 oder 6 am Tag. Okay, das ist mehr, als ich erwartet hätte. Wurde hier schon mal eingebrochen? Nein, ich pass auf. Auch nachts? Nein, da gibt es eine Alarmanlage. Ich finde Bobby total knuffig, ich weiß auch nicht. Bist du hier die Aufsicht, Bobby? Ja, ich muss aufpassen, dass hier alles in Ordnung ist. Eine wichtige Aufgabe. Ja, Miss Pufft aus dem Rathaus hat mir den Job gegeben, weil ich so groß und stark bin. Klar, mit dir würde sich niemand anlegen, oder? Nein, ich bin sehr glücklich, dass ich hier arbeiten darf. Tom sagt, ich bin zu dumm, aber ich mache meine Arbeit gut, sagt Mrs. Pufft. Tom vom Chili-Stand drüben? Das kann dir doch egal sein, was der sagt. Aber er ist mein Bruder. Er kümmert sich um mich. Und ich bin eine große Belastung, sagt er. Das nenne ich jetzt mal wirklich einen tollen Bruder. Sag mal, Bobby, die Vitrine da hinten. Ist die schon lange kaputt? Ja, Darren. Seit 27 Tagen schon. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Eines Morgens war die auf einmal kaputt. Also ist jemand eingebrochen und hat den Inhalt gestohlen. Ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber das ist nicht so schlimm, es war nur eine Kugel drin. Was denn für eine Kugel? Eine große schwarze. Eine schwarze Danke Kugel. Für die Auskunft. Bitte, Darren. Eine große schwarze Kugel, war nur eine, weiße 8 drauf, oder was? Ja. War die Polizei denn da? Nein, die interessiert das nicht. Sagt Mrs. Puff. Aha. Und wen interessiert es dann? Mrs. Valley, glaube ich. Sie hat sich das angesehen. Danke dir, Bobby. Gut, dann fangen wir nochmal an über seinen Bruder. Ich dass du angeblich so eine große Belastung bist. Er tut viel. Ich darf bei ihm wohnen und im Pub helfen. Bezahlt er dich dafür? Nein, Tom hat nicht viel Geld. Er sagt, ich koste zu viel, weil ich zu viel esse.
Aber jetzt gebe ich ihm das Geld, das ich hier verdiene. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm. Er nimmt dein ganzes Geld dafür, dass du bei ihm wohnen darfst? Das finde ich nicht fair. Ist schon okay. Das ist besser, als wenn ich wieder Dinge tun muss. Was für Dinge? Okay. Früher musste ich ihm manchmal helfen bei bösen Sachen. Das der hat richtig Dicktrecker am Stecken. Ich bin doch ein Wächter. Dem ich meine irgendwann noch eins aus. Wächter dürfen nicht stehlen. Tom hat Dinge gestohlen und du musstest ihm dabei helfen? Oh, nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Schon in Ordnung, Bobby. Ich habe nichts gehört. Danke, Darren. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Das wird Tom bezahlen. Kann ich vielleicht jetzt irgendwie hier das Ding mitnehmen? Ein kleines buntes Röhrchen. Das ist meins! Okay. Ja, klar. Ich wollte nur mal schauen. Das ist also Bobby seins. Gut, dann geht's hier irgendwie weiter im Text oder hier unten vielleicht oder hier? Ja, gut, da geht's weiter. Das gehört nicht zur Ausstellung, denke ich. Guck mal die Vitrine an. Große Bücher in Vitrinen scheinen meist wichtig. In der Vitrine liegt nur dieses große Buch. Was steht auf dem Schild? Familienchronik der Gordon. Okay, jetzt wird's interessant. Das könnte interessant sein. Dann lies mal vor. Okay. Sieht ja auch noch super aus. Fällt mir gerade was Lustiges zu ein, also Fun Fact, wen es interessiert. Bei uns in der Stadt ist im April wieder Heilig Rock. Kann man mal googeln, dann weiß man auch, was das ist. Auf jeden Fall hat dann die Uni vor dem Dom bei uns in der Innenstadt einen schönen großen Glaskasten aufgestellt mit einem Roboter, der mit einem Schönschreibfüller schon seit Weihnachten war es, glaube ich, bis April, bis es da ist, die komplette Bibel in Schönschrift abschreibt mit solchen Verzierungen hier, wie also Anfangsbuchstabenverzierungen, komplett in Schwarz-Weiß, und das finde ich echt sehr, sehr genial. Die Seite wird beherrscht vom Ordenszeichen. Ein wenig Text steht aber auch. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht, unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regel. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Nicht sehr ergiebig. Ich weiß immer noch nicht, welche Ziele der Orden verfolgt. Aber es scheint ein einziges, großes Ziel zu geben. Es muss auf den Seiten vor dieser stehen. Ja. Irgendwie muss ich an die Chronik herankommen. Gut, das heißt mal wieder richtig einbreaken. Und hier hinten ist der super tolle Gruselbereich. Reden wir nochmal gerade mit denen. Vielleicht kann man ihnen helfen bei ihren Eheproblemen. Entschuldigung, ich bin gerade erst in Willow Creek angekommen. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Gibt es was Sehenswertes? Sind Sie etwa auch Tourist? Ja, könnte man so sagen. Naja, wir wollten uns heute eigentlich das berüchtigte Sanatorium ansehen. Aber irgendein Freak hat da ein Hotel draus gemacht und der Typ am Empfang hat auch gleich versucht, uns irgendwelchen billigen Tourischund anzudrehen.
Als ob wir sensationsgeil wären. Nö, überhaupt nicht. Dann wurde noch erzählt, dass im Schloss immer noch der Geist dieses Samuel... Wenn man nicht sensationsgeil ist, warum sollte man sonst in abgelegenes englisches Dorf reisen, wo Morde begangen wurden? Nö. Lächerlich. Auf jeden Fall sind wir dann hierher gekommen. Wir hatten uns aber etwas mehr von einem Gruselmuseum erhofft. Wir werden uns nachher noch das Schloss ansehen. Hoffentlich taugt wenigstens das was. Danke für die Information. Ja, ja. Noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Wie die es echt nicht gerafft hat, dass das eigentlich nur, dass es total ironisch gemeint war. Okay. Erstmal hier liegt Blut. Und da ist ein Knopf. Und da ist auch ein Knopf. Drück mir den mal. Nein. Nochmal. So, für alle, die den ersten Teil nicht kennen, diese nette Person, die Figur da, soll Samuel Gordon darstellen. Okay, das ist auch sehr krank. Guck uns mal den netten Häcksler hier an. Ein Häcksler? Was soll das denn? Häcksler aus dem Garten des Schlosses Black Mirror. Von wem stammen die geheimnisvollen Blutspuren im Inneren des Häckslers? Das Springbrunnen oder was? Geschichten könnte dieses Gerät über seine ehemaligen Besitzer erzählen. Das Murray, der echt aus einem Häcksler einen Springbrunnen gebaut. Spielte er eine einschneidende Rolle. Ein Mysterium Schwachsinn. Auf jeden Fall Schwachsinn. Tun wir uns das hier mal nicht weiter an. Ja, dann reden wir vielleicht nochmal mit Bobby. Vielleicht hat er noch irgendwas zu melden. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich hasse das. Dann kriegt man doppelt irgendwo hin, dann... Bobby sitzt Verwirrung. Immer noch auf seinem Stuhl und tut... Hallo, Bobby. Hi, Darren. Gut, wir können über das Buch fragen. Dieses ohne die Seifenblasen. Die Chronik der Gordons. Was kannst du mir dazu sagen? Darin steht alles über die Familie... Gordon. Lady Victoria hat es dem Museum gegeben, aber es darf nur hier gezeigt werden, nicht hinten, wo es gruselig ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass Lady Victoria ihre Familienchronik nicht in dieser Geisterbahn für Arme sehen will. Darf ich sie mir mal genauer ansehen? Ich darf sie nicht aus der Vitrine nehmen. Oh. Hast du denn einen Schlüssel dafür? Ja, Miss Paft vertraut mir. Ich habe Schlüssel für alles. Das ist fies, Darren. Nur nicht für den Eingang. Und Mrs. Paft macht immer die Alarmanlage an. Wegen der Versicherung, sagt sie. Wird diese Chronik denn nie aus der Vitrine genommen? Vielleicht kann ich diese Mrs. Paft selber fragen. Nein, das Buch darf nicht rausgenommen werden. Lady Victoria hat es verboten. Sie sagt, es ist ein böses Buch. Also hast du zwar einen Schlüssel für die Vitrine, aber du darfst sie nicht öffnen. Es gibt, denke ich mal, keine bösen Bücher. Nur Menschen, die mit dem Inhalt der Bücher Böses anrichten. Gehört dir das schöne Seifenblasenspiel? Oh ja, ich mach gern Seifenblasen. Ich hab heute aber schon so viel gespielt, dass es leer ist. Vielleicht kann ich dir neues Seifenwasser besorgen. Nein, danke. Bald ist Feierabend und ich hab sowieso keine Lust. Ich hab zu großen Hunger. Warum das? Ich hab nichts gefrühstückt. Tom hat kein Brot gekauft. Wir haben kein Geld, weil der Pub schlecht läuft und jetzt auch noch der teure Stand. Aber ihr müsst doch trotzdem was essen. Tom isst nicht viel. Ein Bier ist genauso gut wie ein Brot, sagt er. Naja, das sagt viel über die Person das aus. Gucken wir uns. Wir werden uns ja gleich mal angucken. Boah. Wie wäre es, wenn ich dir auf Chili hätte ich jetzt auch Lust. Das wäre sehr nett, Darren. Mal sehen, was sich da machen lässt. Ich gehe dann mal. Bis bald, Darren. Gut.
dann gehen wir mal gleich ab zum Chili-Stand und holen dem netten Bobby mal was zu essen. Bevor wir das aber tun, mache ich nochmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn es wieder heißt Let's Play Black Mirror 2 mit mir, Call of Gaia. Bis dann, Leute. Ciao.